Jedenfalls geben sie nicht auf. Diese Nacht ist unsere Nacht. Ihr hattet keine Chance, es zu schaffen. Was lachst du? Ich will eine Boxerei mit dir anzetteln. Du schlägst zwar, aber so sachte ist sehr entspannend. Geh üben an Teebeutel. Der isländische Sänger Lars Eriksson, der in der Stadt Húsavík wohnt, einem kleinen Fischerdorf, träumt davon, beim Eurovision Song Contest anzutreten, seit seiner Kindheit. Zusammen mit seiner Kindheitsfreundin Sigrid Eriksdottir gründet er eine Band, die Band Feiersager, und er versucht verzweifelt, beim Eurovision Song Contest Fuß zu fassen. Tatsächlich werden die beiden ausgelost durch Zufall, im Vorentscheid mitzumachen, und versagen kläglich. Doch durch ein paar unglückliche Zustände kriegen sie dann doch noch den Zuschlag und können am Eurovision Song Contest Halbfinale teilnehmen, am Finale auch teilnehmen, und reisen dann dorthin in die Welt der völlig abgefahrenen Figuren. Wir haben hier eine Will Ferrell-Komödie, in der der typische Will Ferrell-Humor greift. Er hat 2 Jahre lang, glaube ich, sogar den Eurovision Song Contest begleitet, ehe er die Dreharbeit gemacht hat. Rachel McAdams spielt seine Partnerin und Pierce Brosnan seinen Vater Erik Eriksson, den schönsten Mann der Stadt, der alle Frauen haben kann, außer die Mutter von Sigrid. Der Einzige mit einer Frisur auch. Ja, eine völlig abgefahrene Komödie, die gleich mit dem großartigen Song Volcano Man beginnt. Man hat das damals ja schon angeteasert, diesen Song. Ich hatte einen Heidenspaß daran, 2 Stunden, die wie im Flug vergingen. Ich fand es absolut komisch. Es hatte keinen Hänger. Rachel McAdams singt nicht selbst. Diese Stimmgewalt hat sie dann nicht. Der ganze Film wird nachher sogar ein bisschen herzlich gegen Ende, muss ich sagen. Es ist, gibt ein Finale, das sehr schön ist. Und es gibt völlig abgefahrene Figuren darin. Ich hatte meinen Spaß. Ich kann nur sagen, guckt auf Netflix rein, das lohnt sich. Wenn ich es richtig verstanden habe, hat sie doch gesungen, aber ihre Stimme wurde dann vermischt mit der einer Sängerin, deren Name mir jetzt entfallen ist, aber der sie die das ursprünglich gesungen hat. Also es wurde so gemischt, dass man ihre Stimme dann trotzdem noch erkannt hat, erkennen konnte. Okay. Ja, ich muss dir zustimmen. Fantastischer Film, also 10 von 10, der beste Film dieses Jahres. Ja, muss ich auch. Das ist und also keine Ahnung, wie da jetzt irgendwer Kritik dran üben könnte. Also es ist halt. Das ist ja völlig illusorisch. Den finden wir alle toll. Ich fand, der hat vor allen Dingen die Liebe zum. Das ist einfach so ein trotz. Ich weiß nicht, wie er es geschafft hat. Da sind einige durchaus böse Pointen dabei und auch ein paar Anspielungen, durchaus sexuelle Anspielungen, die aber in den Songs versteckt sind. Also in jedem Song, der hier gesungen wird, geht es im Prinzip irgendwie um Sex. Ja. Aber trotzdem ist der ganze Film so warmherzig und total liebevoll, und da gibt's eigentlich, da gibt's eigentlich gar nichts zu meckern. Und das Schönste fand ich halt also natürlich tauchen auch einige echte Kandidaten vom Eurovision Song Contest auf, also aus den vergangenen, ich glaube, 5 Jahren oder so. Aber alle Acts und alle Figuren, die erschaffen wurden für dieses fiktionale ESC-Finale in Edinburgh in Schottland, das könnten so Original-Songs sein. Ja, also wenn jemand, der nicht damit vertraut ist, sagen würde, hier ist ein ESC-Song, Lion of Love. Ja. Da würde niemand drauf kommen und sagen, nö, das wieso? Das ist aus einer Will Ferrell-Komödie, den Eurovision-Song, das kann man auch eigentlich gar nicht parodieren. Also nichts, was jemand schreiben könnte oder erdenken könnte, hat es nicht schon in viel verrückter im ESC gegeben. Tatsächlich sind die Songs richtig gut. Ja, die sind auch gut. Der Finalsong ist richtig schön. Ja. Aber der allerbeste Song ist natürlich Ja, Ja, Ding Dong. Ja, Ja, Ding Dong. In Húsavík wollen sie alle nur Ja, Ja, Ding Dong hören. Ein isländisches Lied, das auch auf meiner Playlist mittlerweile ganz weit oben ist. Wo es auch nur ums Ficken geht eigentlich, wenn man den Text hört. Ja, ja. Ja, Ja, Ding Dong. Ja, also ich... Moment, ich bin noch nicht fertig, nein, Spaß. Ich schaue mir ja auch immer jedes Jahr gerne den ESC an. Ich bin 2-mal auch schon mal live dabei gewesen.
Und natürlich erkennt man vieles wieder in diesem Film. Das hat sich Will Ferrell ganz gut abgeguckt. Aber ich frage mich halt, warum soll ich mir den Film angucken, wenn ich jedes Jahr das Gleiche im Original sehe? Also dieses Jahr kein ESC hat es. Ja, okay. Das konnte er aber nicht voraussehen. Er hat Glück gehabt. Aber das ist perfektes Timing dafür. Ja, das stimmt. Ja. Das stimmt, ja. Ja, ich weiß nicht genau, ob das jetzt eine Huldigung des ESC ist oder doch eher eine Verarsche des ESC. Ich bin mir nicht ganz sicher, was ich davon jetzt halten soll. Ich glaube, ein bisschen beides. Er sagt ja, er ist ein Riesenfan vom ESC. Es sind ihm so ein paar kleine handwerkliche Fehler unterlaufen. Also, dass zum Beispiel im Halbfinale Spanien dabei ist, die eigentlich zu den Big Five gehören, wie Deutschland. Die sind immer direkt im Finale. Aber gut, vielleicht ist es auch für die Dramaturgie gedacht gewesen. Weil das müsste er eigentlich wissen, wenn er so ein riesen ESC-Fan ist. Das ist Filmdramaturgie, ja, das ist ja keine Doku. Na gut, aber wenn ich ein ESC-Fan bin, müsste ich eigentlich auf solche Kleinigkeiten Acht geben. Aber gut. Ich fand, mir war der zu albern. Also ich weiß nicht, ich hab dem nicht viel abgewinnen können. Das ist nicht mein Humor. Ich bin aber auch kein großer Will Ferrell-Fan. Ich habe, glaube ich, keinen einzigen Film mit dem zu Hause. Das heißt, du möchtest keine Will Ferrell-Sondersendung jetzt eigentlich? Nee, da könnt ihr gerne ohne mich machen. Da klinge ich mich gerne aus. Insofern habe ich mir schon vorher gedacht, was mich erwartet. Und es ist genau das auch gekommen, was ich erwartet habe. Nämlich einen Film, den ich wahrscheinlich nicht besonders lustig finde. Aber ist eine Geschmacksfrage. Ich will hier nicht, wenn ihr darüber lachen konntet und Spaß hattet, völlig in Ordnung. Aber James Bond ist doch dabei. Das stimmt. Und ein bisschen veraltet, ja. Das liegt ja daran, weil er einfach alt ist. Das alleine, Pierce Brosnan ist ja auch heutzutage nicht mehr unbedingt ein Garant für super dolle Filme. Nee. Selbst bei den Bond-Zeiten hat er nicht die besten Bond-Filme gemacht. Nee, das war auch, glaube ich, auch mein Fehler, dass ich dachte, das ist so eine Art Mamma Mia, der mir sehr gut gefallen hat, Mamma Mia. Und das war wahrscheinlich mein Fehler, dass ich dachte, der Film geht so genau in die gleiche Richtung. Er hat ja schöne Momente, das sage ich ja gar nicht, aber im Großen und Ganzen ist er so ein bisschen leider an mir vorbeigegangen, muss ich so sagen. Okay. Es ist ja schön, dass ihr Spaß habt. Mir ist vor allen Dingen hinterher, weiß nicht, mir sind ein paar Sachen aufgefallen, wo ich hinterher dachte, es wäre eigentlich auch vor allen Dingen sehr, sehr leicht, hier ganz viele Stereotypen einzubauen über die ganzen Länder. Und ich glaube, die einzigen Länder, die er verarscht, ist Island. Und Amerika, das ist sehr schön, wie er den Amerika hassenden Isländer spielt. Ja. Wir hassen euch. Verschwindet. Es wäre eigentlich sehr leicht gewesen, da. Ich weiß nicht, die einzige Sache, die ich weiß nicht, ob man das anbringen kann. Du hast es schön, dass du das umschifft hast, der eigentliche Grund, warum sie es ins Finale schaffen. Ja, das wollte ich nicht spoilern. Ich finde, das ist der einzige Part, der ein bisschen unpassend war, der ein bisschen es war sehr lustig, aber wenn man so drüber nachdenkt, das hätte eigentlich irgendwann im Verlauf der Handlung so im ESC vielleicht mal erwähnt werden sollen. Vor allem, so. Er ist 10 Sekunden lang geschockt und plötzlich fällt ihm ein, ach, das ist ja geil. Das ist ja das Witzige daran. Das ist ja das Finale. Ich bin traurig. Doch, das war unbedingt. Ja. Es hat ja auch noch eine Figur, taucht ja dann auch, erscheint ihm ja immer wieder mit. Ja, das stimmt. Ja, ich weiß. Ja. Das ist so eine der Nebenhandlungen, die vielleicht nicht so wirklich irgendwo hinführt, der am Schluss nur für so einen billigen Gag taucht. Dann gibt es noch die Storyline mit den Elfen. Jetzt wissen wir endlich, ob es wirklich Elfen gibt. Das wird jetzt. Wir haben jetzt hier den Beweis, ob es Elfen gibt. Ich sag's noch. Ich möchte es nicht spoilern. Also ich habe mir zumindest sagen lassen, dass das tatsächlich in Island diese Elfenhäuschen, die gibt es tatsächlich. Also da gibt's, deswegen sind auch viele von den Straßen so in Serpentinen gebaut, damit da in den Kurven da die Elfenhäuschen stehen können. Fantastisch. Ja. Ich habe so viel gelernt. Ich habe auch gelernt, in Russland gibt es keine Schwulen. Ja, genau. Nee, das gibt es nicht in Russland. Was ich empfehlen kann, ist, die deutsche Synchro ist super. Will Ferrell hat seinen Sprecher, Frank Glaubrecht ist auf Pierce Brosnan, aber guckt den Film mal im Original, weil Will Ferrell hat einen isländischen Akzent sich angehört und das ist so lustig. Das ist so lustig, sich das anzuhören. Man hört es schon den Songs. Also wenn er den Volcano-Man singt, dann hört man schon, wie er eigentlich den ganzen Film überspricht. Und das ist ziemlich geil. Ja, aber er overacted total, finde ich. Das ist Will Ferrell. Ja. Das ist der Anchorman. Sag mal so, der Film funktioniert fand trotz ich auch Will Ferrell. Das ist super. Obwohl ich Mediensatiren mag, fand ich Anchorman fand ich furchtbar. Ist super. Ja. Beide Teile. Nee, tut mir leid. Das ist irgendwie mit Chevy Chase und so. Das sind so diese amerikanischen Humoristen, da habe ich keinen Zugang zu. Aber zu Ja-Ja Ding-Dong, oder? Den auch Song, nicht. Den, das ist doch ein Ohrwurm. Der Song singt Ja-Ja Ding-Dong. Ohr bleibt der tatsächlich. Der Soundtrack ist auf Spotify und der läuft bei mir auch rauf und runter. Bei mir auch. Meine Kinder hören den rauf und runter, weil sie den Film auch so lustig fanden. Super. Also wir haben den als Familie. Dann höre ich lieber Ennio Morricone. Ja, da bin ich mit dabei. Der Vergleich ist jetzt Morricone. Das ist ein Vergleich.
Naja gut, es ist die Geschmacksfrage. Leute, also wirklich, da können wir uns jetzt noch lange streiten, ja. Aber das ist bald vorbei. Da kann man sie nicht streiten. Nee, das ist wirklich Geschmacksfrage. Aber da könnt ihr sehen, dass da also der da gehen die Welten auseinander. Ja, das ist da gehen die Welten auseinander. Ja. Interessant wäre zu wissen, ob der Film lustiger ist, wenn man ESC-Fan ist und den regelmäßig guckt, oder ob man so jetzt als, wenn jetzt den läuft auf Netflix, den Amerikaner sehen, die gar nicht wissen, was der ESC ist, ob die denken, was ist das für ein Schwachsinn? Tja, keine Ahnung. Aber gut. Da ist eine Humorfrage letztendlich. Das war's für den Moment, aber weitere Besprechungen aus unserer Kinosendung findet ihr zum Beispiel hier. Oder wenn ihr unsere ganzen Sendungen sehen wollt mit noch viel weiteren Filmkritiken, dann klickt ihr hier drauf. Das ist nämlich hier der Link zu Massengeschmack TV. 14 Tage kostenlos testen, einfach mal reinschauen, es lohnt sich.